Ich will heute einen weiteren Vortrag über die Interferone halten. Und zwar heute will ich Ihnen darstellen die biochemische Basis des antiviralen Zustandes, der durch die Typ-1-Interferone hervorgerufen wird. Ich hatte Ihnen ja die Typ-1-Interferone vorgestellt. Das ging ja um Folgendes. Wenn man Zellen mit Viren infiziert, dann werden Viren produziert und außerdem werden aber auch diese Typ-1-Interferone produziert. Und man kann aus dem Medium dieser Zellen dann die Viren entfernen durch Zentrifugation und auch durch Säurebehandlung. Und diese Typ-1-Interferone sind säureresistent, die bleiben erhalten. Und wenn man dieses virusfreie Medium, in dem nur noch die Interferone sind, dann auch Zellkulturen gibt und vielleicht 4-5 Stunden einwirken lässt und das Ganze dann wegwäscht und die Zellkultur weitere 12 Stunden ohne diese Interferone inkubiert, sodass sie dieses Signal verarbeiten können, dann werden diese Zellen, geraten diese Zellen oder sind diese Zellen in einen antiviralen Zustand versetzt. Wenn man dann hingeht und auf diese Zellen Viren gibt, die sich normalerweise gut darin vermehren, dann wird diese Vermehrung eben gehemmt oder sogar blockiert. Und das Erstaunliche bei dieser Geschichte war ja nun auch, dass das für alle Viren, für alle zytolytischen Viren, zytopathischen Viren mehr oder weniger gut gilt. Das konnten also, das konnte einstrengige RNS als Genom sein, Plusstrang-RNS, zum Beispiel Polio oder EEE, Istanbul-Enzephalitis, das konnten Minusstrang-RNS-Viren sein, wie Influenza, das konnten DNS-Viren sein, wie SV40 oder Adenovirus. Es konnten doppelsträngige RNS-Viren sein, wie Reo. Also alle diese zytolytischen Viren, die vermehrten sich wesentlich schlechter oder gar nicht mehr, wenn man eben eine solche Interferonverwandlung gemacht hat. Und ich will Ihnen heute also, über die biochemische Basis berichten. Man wird sich ja fragen, wie ist das möglich, dass diese Zellen auf einmal diese Viren nicht mehr vermehren. Wachsen tun die wunderbar. Wenn man diese Gewebekultur weiter passagiert, dann haben die keinerlei Schwächen im Wachstum. Aber wenn man Viren draufgibt, dann gibt es eben keine Virusvermehrung mehr. Und das ist natürlich doch ein erstaunliches Phänomen. Und die Biochemie ist natürlich von großer Bedeutung, das ist klar. Und ich will Ihnen die Analyse hier darstellen. Nun, das Erste, was man natürlich sagt, ist, vielleicht nehmen diese Zellen, die Interferon behandelt sind, gar keine Viren mehr auf. Und das tun sie aber, wenn man ein radioaktives Virus adsorbiert, dann kann man sehen, dass dieses Virus adsorbiert und dass auch radioaktive Komponenten in das Zytoplasma aufgenommen werden. Aber dann wäre das Nächste, machen sie noch virusspezifische Makromoleküle und das muss man also jetzt untersuchen, ob sie virusspezifische Makromoleküle machen. Und eine einfache Art, die man in den 60er Jahren gut machen konnte, das war ja 1957 entdeckt worden, das Interferon, war also nun, dass man sagt, wir vergleichen mal die Proteinsynthese in virusinfizierten Zellen einerseits, in Zellen, die nicht mit Interferon vorbehandelt sind und andererseits in den Zellen, die eben mit Interferon vorbehandelt sind. Vielleicht sehen wir schon an dieser Proteinsynthese in den Zellen einen Unterschied. Und das Einfachste ist natürlich erstmal, dass man die Gesamtproteinsynthese misst, ohne zwischen der Zellproteinsynthese und der Virusproteinsynthese jetzt zu unterscheiden. Und die einfachste Form dieser Messung ist die kumulative Proteinsynthese. Das heißt, dass man also die Viren dann auf diese Zellkulturen absorbiert, für eine Stunde zum Beispiel absorbiert, sodass sie aufgenommen werden können und dann wäscht man die Kultur und das ist dann die Zeit T gleich 0 nach dieser Waschung und dann inkubiert man diese Zelllayer mit Medium, was radioaktive Aminosäuren enthält und nimmt zu verschiedenen Zeiten einige Zellen, nimmt also 10 kleine Layer ohne Interferon und 10 kleine Layer plus Interferon und erntet dann immer einen kleinen Layer zu verschiedenen Zeiten, nimmt die Zellen und misst die radioaktiven Aufnahmen in säurefällbares Material. Das säurefällbare Material ist das Protein.
die einzelne Aminosäure, das radioaktive Leucin oder radioaktive Lysin, die sind säurelöslich und das Protein ist säurefällbar. Man misst also einfach den zeitlichen Verlauf der Zunahme von säurefällbaren Protein, radioaktiv markierten Protein in dieser Kultur. Und was dabei rauskommt, das habe ich Ihnen hier in zwei Kurven schon mal aufgezeichnet. Das ist also die kumulative Proteinsynthese in infizierten Zellen. Kumulativ heißt, dass ich nicht zu verschiedenen Zeiten Pulse mache, sondern dass ich einmal am Anfang radioaktives Medium gebe und dann immer nach einer Stunde, nach zwei Stunden, nach drei Stunden eben diese Aliquots ernte. Und hier haben Sie jetzt, habe ich also die Zeitachse und hier die Radioaktivität und ich habe hier zartblau eingezeichnet. Dafür gibt es hier keine Skala. Das Viruswachstum mit plaquebildenden Einheiten im Medium. Und Sie sehen den üblichen exponentielle Wachstum hier. Und das sei also jetzt die Platte, die nicht mit Interferon vorbehandelt ist. Da haben Sie das schöne Viruswachstum. Und in der Platte, die mit Interferon vorbehandelt ist, da haben Sie kein Viruswachstum. Und das Schwarze, das sind jetzt die Radioaktivität, die eingebaut worden ist. Und in einem typischen Experiment, das kann man für viele Viren machen, deswegen habe ich hier gar kein Virus genannt, bekommt man also eine kumulative Proteinsynthese, in der das radioaktive Protein sich mehr und mehr anhäuft, in der mehr und mehr radioaktives Eiweiß gemacht ist. Und Sie sehen dann am Ende dieser exponentiellen Phase, da sind die Zellen dann auch schon, beginnen die Zellen zu sterben und dann hört die Eiweißsynthese auf und dann akkumuliert kein neues, weiteres radioaktives Protein, dann bleibt die Menge von radioaktivem Protein konstant. Diese Kurve ist natürlich jetzt schematisch. Es gibt Viren, bei denen in der virusinfizierten Zelle mit der Zeit die Proteinsynthese sogar zunimmt. Im Allgemeinen nimmt die Proteinsynthese aber etwas ab. Die zelluläre Proteinsynthese wird zurückgefahren und die Synthese von Virusproteinen wird aufgenommen und die Summe dieser Proteinsynthese ist im Allgemeinen etwas geringer als die Originalproteinsynthese, sodass man also hier eine gewisse Abflachung vorher schon hätte. Das ist also eine schematische Kurve und wenn man jetzt eine solche Kurve aufnimmt in einer Zellkultur, in der die Zellen vorbehandelt worden sind mit Interferon, so sieht man eben jetzt, dass man eine Proteinsynthese bekommt am Anfang, die dann aber ziemlich schnell aufhört und dann wird die Proteinsynthese sehr gering oder sie hört sogar, wie ich es hier dargestellt habe, völlig auf. Und das heißt also, in der kumulativen Proteinsynthese, da kann ich einen deutlichen Unterschied sehen. Ich kann sagen, die Interferon vorbehandelten Zellen, die stellen hier nach einiger Zeit die Proteinsynthese, relativ früh, die Proteinsynthese ein oder synthetisieren nur noch sehr wenig Protein. Sie machen ja auch kein Virus mehr. Und die nicht interferon behandelten Zellen, die synthetisieren fleißig Eiweiß und die machen auch Virus. Nun, das ist also eine Art von Analyse, die man für alle Viren machen konnte. Konnte man für Poliovirus machen, für EEE-Virus, für Influenza-Virus. Und überall kam man im Prinzip auf dieses Ergebnis und man würde also sagen, gut, dann hat man also durch die Interferon-Vorbehandlung eine Hemmung der Proteinsynthese in den vorbehandelten Zellen und dann werden eben die Eiweiße nicht mehr gemacht, dann können auch die Viren nicht mehr zusammengesetzt werden. Offenbar werden aber auch die Zellproteine nicht mehr gemacht. Die Zelle muss also eine gewisse Zeit ohne ihre frische Synthese auskommen. Das wäre also jetzt so eine Interpretation dieser Kurve und die ist ja auch sehr einleuchtend. Sie werden sehen, dass sie nicht ganz richtig ist, aber das ist ja klar, das wird man sagen. Und man würde sagen, gut, wenn das so ist, dann mache ich mir jetzt aus dem Zytoplasma einfach Lysate und mache mir ein Lysat aus nicht interferonbehandelten Zellen und aus interferonbehandelten Zellen und tue in beide Lysate einen fremden Messenger, eine fremde, nehmen wir mal erstmal eine Virus-Messenger-RNA. Und dann würde ich sagen, in dem nicht behandelten Lysat, da sollte das gut übersetzt werden. Und in dem behandelten Lysat, also in dem
Glysat, was aus Interferon behandelten Zellen stammt, da sollte diese RNS nicht übersetzt werden. Da wäre man ja, hätte man ja ein wunderbares System, da müsste man nur noch die Differenz dieser Glysate analysieren, dann wüsste man, wie das, was die biochemische Basis der Interferonwirkung ist. Und die Glysate, die man in den 60er Jahren jetzt machte, als man diese Experimente hatte, als man das also jetzt hier in das Reagenzglas verlegen wollte, in das Glysat, das waren S10 und S30 Glysate. S10 bedeutet den Überstand supernetend von 10.000 G Zentrifugation, S30 von 30.000 G, und ich habe hier noch S100 von 100.000 G Zentrifugation geschrieben. Der S10-Überstand enthält das ganze Zytoplasma, die Kerne fehlen, die großen Membransysteme fehlen, aber in dem S10 sind auch noch die Mitochondrien drin. Und S30, dann habe ich 30.000 G zentrifugiert, dann sind auch die Mitochondrien weg, aber die Ribosomen, die Polyribosomen und die ganze Proteinsynthese, natürlich die löslichen Faktoren, die Transferrnase, die aktivierenden Enzyme, die also die Aminosäuren auf die Transferrnase übertragen, um sie fertig zu machen für die Proteinsynthese, die sind natürlich hier alle drin. Und dann hat man auch den S100. Der S100 ist ein Überstand nach 100.000 G, bei 100.000 G zentrifugiert man die Ribosomen und die Polyribosomen ab. Der S100, dieser Überstand kann also kein Eiweiß mehr synthetisieren, während diese beiden Überstände noch Eiweiß synthetisieren können. Und machen, das machen sie auch fleißig. Und diese Extrakte hatte man, also zwei Extrakte, die Eiweiß synthetisieren und das lösliche Material. Die, in diesem Material sind noch Transfer-NS und die aktivierenden Enzyme und auch Initiationsfaktoren für die Proteinsynthese und so weiter, aber eben keine Ribosomen mehr. Nun, das waren also die Glysate, die man zur Verfügung hatte, um jetzt in ihnen zu versuchen, diese Differenz zwischen Glysaten aus nicht vorbehandelten und vorbehandelten Zellen zu analysieren. Außerdem konnte man mit den Glysaten noch zwei Dinge machen. Man konnte eine Präinkubation machen oder eine Dialyse. Die Präinkubation bedeutet, dass man so ein Glysat, sagen wir mal S10, einfach eine Stunde mal 30 Grad arbeiten ließ. Und dann passierte Folgendes: Die Polyribosomen, die da drin waren, die synthetisierten die Proteine zu Ende, die Ribosomen fielen ab. Und jetzt war die weitere Proteinsynthese abhängig von Neuinitiationen. Das heißt also, in dem ersten Teil dieser Präinkubation, da beendete man das, was schon in Arbeit war, an den Polyribosomen. Und wenn das geschehen war, dann war das System von der Neuinitiation abhängig. Das heißt, wenn ich neue Boten-RNS übersetzen will an einem System, dann ist es natürlich vorteilhaft, ein System zu nehmen, was ich präinkubiert habe. Denn sonst haben natürlich die endogenen Messenger den Vorteil, dass sie ja schon in den Polyribosomen sind. Ich bekomme viel endogenes Protein. Das ist also ein Vorteil, wenn ich präinkubiere. Und das Zweite, was ich machen kann nach der Präinkubation, kann ich das, diesen Extrakt, den S10 zum Beispiel, dialysieren gegen einen Puffer, einen physiologischen Puffer. Dann dialysiere ich die Aminosäuren raus und auch ATP, GTP, Triphosphate und so weiter. Das hat den Vorteil, dass ich dann später in dem Glysat die Aminosäuren und auch diese ATP und GTP und die Triphosphate und die ganze Energie in der Dosis zuführen will, kann, wie ich es möchte. Auch Magnesium und andere Kaliumacetat, das kann ich also dann so einstellen in dem System, dass ich das optimiere für bestimmte Translationsexperimente. Wenn ich es erst in ein Standardsystem durch die Dialyse zurückgeführt habe. Also man konnte sagen, Sie sehen, man kann also, wenn man S10, S30 nimmt und mit Präinkubation oder Dialyse, dann kann man also eine sehr große Anzahl von verschiedenen Glysaten machen. Und das kann ich natürlich aus den verschiedenen Zellen machen. Also es gab eine riesen Auswahl von verschiedenen solchen Glysatsystemen und in allen diesen Systemen konnte man also sagen, ohne Interferon plus Interferon, und dann würde man sagen, dann nehme ich das und tue diese Boten-RNS da rein, und was man reingetan hat, ist die Genom-RNS vom Enzephalomyokarditis-Virus, das ist ein Virus, was so ähnlich ist wie das Poliovirus, das ist eine große RNS, ungefähr 10.000 Nukleotide lang, und da ist ein einziges riesiges Polyprotein drauf kodiert. Und wenn ich diese Boten-RNS in so ein System reintue, dann kann ich diese Boten-RNS ganz gut in diesem System übersetzen, sowohl in dem S10 als S30, und ich kann auch präinkubieren und ich kann dialysieren. Ich kann also in den verschiedenen Systemen das ganz gut machen. Und dass ich das übersetzen kann,
Das kann man also auch an den Produkten sehen. Man kann da Immunpräzipitate machen, sehen, die Produkte fallen mit Antikörpern gegen virale Strukturproteine zum Beispiel. Oder ich kann auch Fingerprints machen von den Produkten und zeigen, diese Produkte enthalten genau die Peptide, die auch in den viralen Proteinen vorhanden sind. Das kann man also wunderbar sehen. Das Traurige ist nun aber das, dass wenn man diese Übersetzung macht, und diese Übersetzung habe ich Ihnen, die Translation habe ich Ihnen mal aufgeschrieben hier, die In-vitro-Translation, EMC-RNS in S10, diese S10 war jetzt nicht dialysiert, nicht präinkubiert, sonst hätte ich das dazu geschrieben, dann bekomme ich hier also einen Einbau in Protein als Funktion der Zeit in diesem Translationssystem, und der ist aber vollständig identisch, ob ich einen S10 ohne Interferon nehme oder nach Interferon. Das ist natürlich nur ein trauriges Ergebnis, und das könnte man ja auch gar nicht glauben, denn es war ja so, dass die Zellen, aus denen man das gewonnen hätte, diese Zelle hier ohne Interferon, die hat ja wunderbar Eiweiß synthetisiert, und diese Zelle, die hatte hier gar kein Eiweiß mehr synthetisiert, und wenn ich die Extrakte nehme, dann übersetzen die mir diese RNS vollständig gleich. Das war also nun ein trauriges Ergebnis, und man hat lange daran rumprobiert, indem man jetzt gesagt hat, dann muss ich vielleicht die Extrakte so machen, so wählen, mit Präinkubation, Dialyse und mit Zusatz von ATP und GTP, was allen möglichen Substanzen und vielleicht auch die geeigneten Zellen und die geeigneten Konzentrationen, um das doch hinzubringen, diesen Unterschied zu sehen. Das ist aber nie gelungen. Nun, das ist also gemacht worden in den 60er Jahren, solche Experimente in großer Zahl. Und die Lösung dieses Problems, die ist nun im Rahmen von anderen Experimenten aufgetreten. Und diese, sehr wichtig bei diesen Experimenten, ist die Analyse eines Systems, das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, Maus-L-Zellen mit Vaccinia infiziert. Und zwar plus minus Interferon natürlich. Man hat natürlich, während man also das auf der einen Seite hier versucht hat, in vitro zu rekonstituieren, auch jetzt einzelne Viren genau angesehen, wie ist der Unterschied eben dieser Virusvermehrung ohne Interferonvorbehandlung und nach Interferonvorbehandlung. Und das ein ganz besonders interessantes und elegantes System hatten die Leute in der Hand, die das für das Vaccinia-Virus angesehen haben. Und das sind zwei Arbeiten, vor allem Jocklick und Mörgen 1966, und später Metz und Esteban 1972. Das ist eigentlich die Wiederholung von den 66er, nur mit eleganteren und moderneren Methoden. Sie sehen, Metz und Esteban 72, die konnten also dann schon schöne Lemli-STS-Gele machen, um die Proteine auch zu analysieren. Nun, was passiert jetzt in einem solchen System, wenn ich Maus-L-Zellen mit Vaccinia infiziere? Vaccinia ist der Impfstoff, das Vaccinia-Impfstoff, von dem eben der Begriff der Vaccinierung stammt. Das ist ein Poxvirus, und das sind riesige Viren, die doppelstrengige DNS als Genom enthalten, ungefähr 200.000 Basenpaare lang und kodieren wir 50 Eiweiße oder sowas, sind Riesenviren, die kompliziert verpackt sind, und diese Poxviren, die haben jetzt aber die besondere Eigenschaft, dass an dem Genom schon die DNS-abhängige RNS-Polymerase von dem Virus kodiert dranhängt. Das Virus macht also in der Zelle seine eigene DNS-abhängige RNS-Polymerase, ist ja so riesig, dass es das kann, und verpackt diese Polymerase in den Teilchen. Und hier habe ich Ihnen mal aufgezeichnet, also das ist eine Zelle, der Kern, und dann kommen die so ein Vaccinia-Virus hier rein. Und das soll jetzt die DNS des Vaccinia-Virus sein. Und von dieser DNS werden jetzt also diese drei, habe ich hier mal gezeichnet, Boten-RNSen gemacht. Sobald das Virus reinkommt, wird diese DNS mehr oder weniger freigesetzt und in diese Boten-RNS übersetzt, die eben dann Eiweiß synthetisieren. Das ist also die einkommende DNS selber. Und man kann also jetzt in diese L-Zellen, in eine L-Zelle ohne weiteres 500 solcher Teilchen setzen. Und das Ganze basiert, wie Sie hier sehen, wie ich es auch gezeichnet habe, im Zytoplasma. Und dann hat man also eine MOCHS-RNS-Synthese im Zytoplasma, die es sonst ja da gar nicht gibt. Und die erste Frage ist also jetzt die, kann man die Boten-RNS, die synthetisiert werden, gut nachweisen? Und kann man dann einen Unterschied finden zwischen der Boten-RNS-Synthese plus minus Interferon-Vorbehandlung? Nun, die Boten-RNS, die hier gemacht wird, kann man sehr schön nachweisen.
Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, das habe ich hier mal aufgeschrieben, man behandelt diese Zellen, das gilt jetzt für eine halbe Stunde nach der Infektion, ganz früh. Die Viren kommen rein und man kann also dann eine halbe Stunde nach der Zeit Null, kann man also diese Analyse machen. Und da kann man also die Zellen mit Actinomycin D behandeln. Das Actinomycin D bindet ja an die DNS und legt den Kern lahm. Das haben wir ja schon gesehen. Die Kern-DNS kann nicht mehr transkribiert werden. Aber man wird sagen, dieses Vakzin ja hat ja auch hier DNS und da wird das Actinomycin sich auch anlagern und auch diese DNS inaktivieren. Das passiert aber in der Frühphase der Vakzinia-Infektion nicht, denn diese DNS hier, die ist noch ziemlich geschützt durch eine gewisse Verpackung. Und dadurch ist also in der Frühphase diese DNS actinomycin-resistent. Das kann man also ausnahmsweise machen und dann kann man also ein Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin da reintun und kann dann 30 Minuten mit H3-Uridin markieren und kann dann die RNS aus den Zellen isolieren, kann man die ganzen Zellen für Null extrahieren und die RNS auf den Gradienten setzen und sehen, ist da RNS drin oder nicht. Als Alternative kann man sagen, ich kann diese RNS auch markieren, indem ich nur einen ganz kurzen Puls mit H3-Uridin mache und dann nur die zytoplasmatische RNS analysiere. Wenn ich einen kurzen Puls, 20 Minuten oder 15 Minuten H3-Uridin mache, dann bin ich ja die Zelle nicht vergiftet vorher. Dann wird natürlich das allermeiste an RNS im Kern synthetisiert werden. Aber es dauert eben sowohl für die ribosomale RNS als für die Messenger-RNS länger als 15 Minuten, dass diese RNS aus dem Kern rauskommt ins Zytoplasma. Während diese RNS sehr schnell im Zytoplasma ist, oder sofort wird ja im Zytoplasma gemacht, das heißt, wenn ich also das Zytoplasma isoliere und dann nur das Zytoplasma mit Phenol extrahiere, dann kann ich diese Messenger-RNS auch spezifisch bekommen. Also, man kann diese Messenger-RNS sehr schön sehen, eine halbe Stunde nach der Vakzininfektion. Und dann habe ich Ihnen aufgezeichnet, was rauskommt, wenn man diese RNS zentrifugiert. Man hat dann auf den Zuckergradienten hier die 28S und 18 RNS. 28, das ist dieser Doppelpeak. Das ist immer ein Marker dafür, dass man richtig gearbeitet hat und dass man auch wirklich RNS drin hat und dass die RNS intakt ist. Und dann hat man dieses Profil von H3-RNS und das ist die Boten-RNS. Und da sieht man eben, dass ohne Interferon und mit Interferon die gleiche Boten-RNS da ist. Dieses Profil und dieses Profil, die sind gleich. Das heißt also, dass diese Interferonbehandlung interferiert nicht mit der Synthese dieser Messenger-RNS-Moleküle. Und die nächste Frage ist dann natürlich, was passiert jetzt mit der Proteinsynthese? Man würde ja nach diesem Modell erwarten, eigentlich sollte also früher oder später die Proteinsynthese doch abgeschaltet werden, weitgehend. Und das kann man hier auch sehr schön sehen. Man kann nämlich jetzt sagen, die Proteinsynthese kann ich in einem solchen System auf der Genelektrophorese zum Beispiel analysieren. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, 72, 70 ist das Bemdegen veröffentlicht worden. Und dann kann man also sagen, ich gehe in diese Virusvermehrung ohne Interferon rein und mache eine Pulsmarkierung, 15 Minuten zum Beispiel, vor der Adsorption von dem Vakzinia-Virus, nehme mir so einen kleinen Layer und analysiere die Proteine auf einem Gel und dann bekomme ich also ein kompliziertes Muster. Ich bekomme also hunderte, tausende von zellulären Proteinen radioaktiv markiert, die mir eben ein ganz und gar ein solches gleich mehr oder weniger Anwesenheit von Proteinen hier eben in jeder Fraktion dieses Gels geben. Wenn ich jetzt die Zellen 20 Minuten nach der Vakzinia-Infektion genauso am 15-Minuten-Puls unterziehe und die Proteine ansehe, dann ist etwas ganz Erstaunliches in dem Vakzinia-System da. Ich finde jetzt ein ganz spezifisches Muster von ganz spezifischen wenigen Proteinen und das sind Vakzinia-Proteine. Und diese dramatische Umschaltung, die gibt es eigentlich in dieser Schönheit nur in dem Vakzinia-System. Das heißt also, diese Vakzinia-Infektion in dieser frühen Phase führt bereits dazu, dass die zelluläre Proteinsynthese durch diese Infektion vollständig abgeschaltet wird und stattdessen nur noch diese viralen Proteine gemacht werden. Das dauert normalerweise Stunden und sieht am Ende nie so schön aus bei den Virusinfektionen wie hier. Das ist eben eine Besonderheit des Vakzinia-Systems. Und wenn ich diesen Puls nicht 20 Minuten nach der Infektion, sondern 40 und 60 Minuten mache, dann bekomme ich ebenfalls ein solches Profil. Und bei 60 Minuten sieht das Profil dann etwas anders aus, weil diese Proteine
diese Proteinsynthese, die Genexpression der Vaccinia-DNS wird natürlich reguliert und umgeschaltet und ich bekomme also dann auch andere Vaccinia-Proteine übersetzt. Das ist also ein wunderbares System und das System eignet sich natürlich als ausgezeichnet, um sich zu fragen, was ist denn jetzt, wenn ich diese Zellen sehe, aber diese Zellen hatten am Vortag, waren die mit Interferon behandelt worden. Und wenn ich das mache, dann gehe ich wieder und sage, ich nehme solche Zellen, markiere sie vor der Vaccinia-Infektion, dann bekomme ich das Muster. Dieses Muster ist ununterscheidbar in diesem S35-Gel-Muster von diesem Muster der nicht behandelten Zellen. Da sieht man keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt aber das 20, 40 oder 60 Minuten nach der Infektion mache, dann sehe ich hier gar keine Proteinsynthese mehr. Das heißt, diese Viren haben mir die zelluläre Proteinsynthese unterdrückt. Sie haben auch Messenger-RNS gemacht, das habe ich ja mit meinem Actinium 10D oder mit meiner Pulsmarkierung gesehen. Aber diese Boten-RNS, die da ist, die wird nicht mehr in Protein übersetzt. Das heißt also, man sieht ganz klar, dass hier eben die Interferon vorbehandelten Zellen zwar die Boten-RNS machen, aber sie nicht mehr in Eiweiß übersetzen. Das passt ja auch zu diesem System hier, dass man sagt, in den vorbehandelten Zellen, da wird die Proteinsynthese stark gehemmt, hier wird sie ganz gehemmt, das heißt, hier hat man wirklich gar keine weitere Synthese mehr, hier bleiben diese radioaktiven Proteine, die ich vorher gemacht habe, liegen, es sind keine neuen Proteine, das würde also hier ganz ideal dazu passen. Gut, das ist also jetzt in den Jahren 1966 und in dieser genaueren Form hier dann 1972 von diesen beiden Arbeitsgruppen entdeckt worden, dass man eben sagen konnte, nach der Vaccinia-Infektion gibt es die Boten-RNS, aber die Boten-RNS bleibt im Zytoplasma liegen und wird nicht mehr in Protein übersetzt. Nun, jetzt hat man sich, wurde dadurch ja im Grunde diese Diskrepanz nur noch größer. Man hat gesagt, wie ist es möglich, dass ich diese, wenn ich einen solchen Extrakt mache aus Interferon behandelten Zellen, dass ich dann keinen Unterschied sehe zwischen plus minus Interferon. Und man hat dann sich diese Sache nochmal genau durch den Kopf gehen lassen und hat gesagt, vielleicht ist steckt in dieser Interpretation, die wir gemacht haben, ein Denkfehler. Und vielleicht ist es so, dass man sagt, diese Hemmung der Proteinsynthese, wie man sie hier sieht und hier sieht, die braucht vielleicht nicht nur diese Interferon-Vorbehandlung, sondern sie braucht auch die Virusinfektion. Das wäre ja immerhin möglich. Das heißt also, man würde sagen, der Fehler, den ich gemacht habe, ist der, dass ich gesagt habe, ich behandle die Zellen plus minus Interferon und mache dann meine S10 oder S30 Lysate und erwarte, dass die den Unterschied zeigen. Vielleicht ist es notwendig, dass ich sage, ich behandle die Zellen mit Interferon und ich tue noch das Virus rein. Und erst wenn die Virusinfektion angegangen ist, ganz am Anfang, ganz früh natürlich, dann führt dieser ein Stoffwechselprozess bei der Virusvermehrung dazu, dass dieser Hemmung der Proteinsynthese wirksam wird. Das heißt, ich brauche also beides. Ich brauche diese Interferonvorbehandlung und ich brauche die Virusinfektion, den ganz frühen Prozess der Virusinfektion. Und dann erst habe ich diese Hemmung. Das würde ja hier gut auch passen und wäre ja auch hier möglich, denn ich habe ja diese Prozesse der Virusinfektion, diese Freisetzung der DNS und die Transkription und die Boten-RNS-Synthese, ich habe also frühe Prozesse und die könnten ja notwendig sein, um diese Hemmung der Proteinsynthese zu machen. Und das war wirklich nun das Rätsels Lösung, nachdem man also 6 oder 7 Jahre versucht hatte, diese Lysate hier zu machen. Da ist man also auf diese Idee gekommen und hat gesagt, wenn das ist, müssen wir Folgendes machen. Wir nehmen jetzt also L-Zellen ohne Interferon, wenn wir dieses System jetzt als Grundlage mal benutzen, L-Zellen mit Vaccinia, und das versuchen eben in das Reagenzglas zu übertragen. Dann nehmen wir, und das ist Friedmann et al. 1972, nehmen wir also jetzt L-Zellen und behandeln die nicht mit Interferon, oder wir nehmen L-Zellen und Interferon, das ist unser Unterschied, aber wir machen jetzt nicht den S10 darauf, sondern wir infizieren beide Linien, beide Zellsysteme vorher mit Vaccinia. Und dann gehen wir eine Stunde später hin und machen daraus einen S10
Und diesen S10, den analysieren wir eben auf die Fähigkeit, EMC-RNS zu übersetzen. Also minus EMC oder plus EMC, und das machen wir minus EMC oder plus EMC-RNS. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass man sagt, jetzt ist da in diesen Extrakten, da habe ich jetzt den Unterschied, dass die ohne Interferon das gut übersetzen und dass die mit Interferon das nicht mehr übersetzen. Aber immer sind sie mit Placenta noch infiziert. Und das hat man also gemacht, so wie ich es hier dargestellt habe. Und ich habe also geschrieben, das sind also, wenn man jetzt diese vier, diese Lysate macht, bekommt man also aus diesem Lysat hier die Übersetzung ohne EMC plus minus plus EMC, das ist 1 und 2. Und aus dem Lysat minus EMC und plus EMC 3 und 4. Wenn man also die In-vitro-Translation von EMC in dieser Reaktion 1 ansieht, dann sagt man also, das sind normale L-Zellen, die sind mit Vaccinia infiziert. Das Vaccinia vermehrt sich ja gut. Ich mache mir daraus einen S10 und ich mache mir in diesem S10, da macht man gar keine Präinkubation, sondern man lässt den S10 loslaufen ohne EMC und dann wird man fertigstellen die Vaccinia-Proteine, die da drin sind. Das gibt dieses Muster. Wenn man das mit S35 markiert und auf dem Gel setzt, bekommt man also die Fertigstellung dieser Vaccinia-Proteine, die da in Arbeit waren. Und vielleicht auch etwas neue Initiation der Proteinsynthese und frische Proteine. Wenn ich in dieses System zusätzlich EMC-RNS eintue, dann wird diese EMC-RNS auch übersetzt. Und diese Translationsprodukte der EMC-RNS, das ist ein ziemlich breites, heterogenes Material, was so aussieht. Das liegt daran, dass die EMC-RNS einen Initiationspunkt vorne hat und die Translation verläuft dann bis hier oder bis da, geht immer verschieden lang. Da gibt es keine ganz definierte Termination bei der In-vitro-Translation und dadurch bekomme ich so eine relativ heterogene Verteilung der Translationsprodukte. Dies sind aber alles im Grunde die gleichen, mehr oder weniger langen Moleküle. Das kann man zum Beispiel da wieder sehen, dass man diese eluierten Fingerprints davon macht. Dann sieht man, dass diese Proteine nicht verschieden sind, dass das nur verschieden lange Varianten von einem einzigen riesigen Polyprotein sind. Gut, das hatten die Leute natürlich viele, viele Jahre ganz genau studiert, sodass sie dafür ganz sicher sein konnten, dass das EMC ist. Nun, wenn man das Gleiche jetzt macht mit L-Zellen, die man mit Interferon vorbehandelt hat, man tut den S10 rein und man nimmt also hier, man tut keine EMC, keine extra RNS rein, dann kann man ja sehen, was hier rauskommt. Das ist also, die Zellen sind mit Interferon behandelt und sie machen keine Translation. Und ich habe ja auch keinen fremden Messenger zusätzlich reingetan, also bin ich nicht verwundert, dass in der Probe 3 keine Translation ist. Das ist ja sozusagen die endogene Synthese dieses Lysats. Und wenn ich in dieses Lysat jetzt EMC-RNS reintue, dann wird es interessant. Dann ist die Frage, kann dieses endogen nicht arbeitende Lysat EMC-RNS übersetzen? Und das kann es nicht. Die Probe 4 bleibt auch leer. Und das war jetzt die Rettung. Jetzt hatte man also wirklich, konnte man wirklich sagen, jawohl, dieses S10-Lysat übersetzt die EMC-RNS, das ist die Probe 2, und dieses S10 übersetzt sie nicht, das ist die Probe 4, und dieses Lysat unterscheidet sich ja von diesem Lysat nur dadurch, dass ich hier eben ohne Interferon gearbeitet habe und hier mit Zellen nach Interferon. Das heißt also, das ist jetzt genau das S10. Ich habe jetzt zwei S10-Systeme, die dann meine gewünschte Differenz geben. Der Trick dabei war eben, dass ich diese S10-Systeme nicht einfach aus Zellen machen darf, sondern dass ich diese Zellen noch infizieren muss und diese Infektion ein, zwei Stunden angehen lassen muss. Eine Stunde reicht. Und dann erst das Lysat mache und erst dann gilt das. Das ist also der Denkfehler, den man hier gemacht hatte und der an 6 oder 8 Jahre Arbeit gekostet hat, dass man gedacht hat, dass das Lysat selber, das Original-Lysat ohne, dass die Originalzellen ohne Virusinfektion diese Differenz schon zeigen müssten. Nun, das war also natürlich nun eine außerordentlich wichtige Erkenntnis. Und man hat jetzt konnte man also sagen, ich brauche also, um diesen antiviralen Zustand, so wie er sich hier in der Hemmung der Proteinsynthese darstellt,
zu erzeugen, zwei Dinge. Ich muss die Zellen mit Interferon vorbehandeln und ich muss eine frühe Virusfunktion da drin haben. Und wenn ich das beides habe, dann kooperiert diese vorbehandelte Zelle, da ist irgendein Faktor drin oder Faktoren, mit diesem Faktor von der Virusinfektion und zusammen erzeugen die dann die Hemmung der Proteinsynthese in vivo hier und auch in vitro in diesem S10-System. Und nun wird man sich natürlich fragen, was ist das für ein Faktor, der in der Zelle durch das Interferon erzeugt wird und was ist denn ein Faktor, der bei der frühen Virusinfektion erzeugt wird. Und das ist natürlich jetzt im Grunde ist das also eine sehr, sehr schwierige Situation und die Frage nach dem Faktor, der für die bei der Virusinfektion erzeugt wird, erscheint ja im Grunde so auf Anhieb kaum lösbar. Ohne weiteres. Also das ist ja sehr, sehr, erscheint erstmal äußerst schwierig. Die Lösung war aber sehr einfach. Und im Nachhinein ist das leicht verständlich und die Lösung ist veröffentlicht worden, zwei Jahre nach dieser Arbeit von Kerr, Braun und Paul 1974. Und die haben entdeckt, dass der Faktor, der von der frühen Virusinfektion notwendig ist, eine doppelsträngige RNS ist. Nun, das klingt jetzt erstmal sehr eigenartig, aber die doppelsträngige RNS war ja schon erkannt als Induktor der Interferonsynthese. Das ist eine ganz andere Sache, die hat jetzt im Grunde hiermit erstmal gar nichts zu tun. Es geht ja hier nicht darum, wie ich Interferon induziere, sondern hier geht es ja darum, wie das Interferon funktioniert. Wie es dazu führt, dass man in den vorbehandelten Zellen die Proteinsynthese hemmt. Aber immerhin, man hatte also DS-doppelsträngige RNS in jedem Labor in großen Mengen auch auf den Stehen und man war daran gewöhnt, also doppelsträngige RNS zu betrachten und zu bedenken und man hat vielleicht, das kann ich jetzt nicht sagen, sich auch überlegt, dass eben bei sehr vielen Virussystemen auf jeden Fall der doppelsträngige RNS in großen Mengen gemacht würde. Bei der Replikation von RNS-Viren zum Beispiel, die ja über doppelsträngige RNS-Intermediate repliziert werden. Und vielleicht, das schreiben die Autoren nicht, vielleicht haben sie das also sich auch überlegt, dass die doppelsträngige RNS deswegen dieser virale Faktor sein könnte von der frühen Virusvermehrung, der eben zusammen mit dem zellulären Faktor dann diese Hemmung erzeugen könnte. Wie dem auch sei, sie haben also diese DS-RNS als viralen Faktor vermutet und haben zeigen können, dass das stimmt. Und zwar haben sie das so gemacht, dass sie gesagt haben, gut, wenn das der virale Faktor ist, dann kann ich ja hergehen und kann sagen, ich mache mir jetzt das, was ich früher immer gemacht habe, ein Lysat aus nicht-virusinfizierten Zellen und nehme dieses Lysat und tue dann diesen viralen Faktor direkt dazu. Ich muss dann nicht mehr diese Zellen vorher mit Virus infizieren, sodass dieser Faktor bei der Virusvermehrung gemacht wird, sondern ich kann die Lysate nehmen und später diesen Faktor dazu tun. Und das haben sie probiert, dass sie haben also L-Zellen genommen, sie haben die Plus-Minus-Interferon behandelt, sie haben ein S30 davon gemacht, sie hätten auch S10 nehmen können wahrscheinlich, sie haben das also mit dem S30 gemacht und haben jetzt zu diesem S30 eben entweder doppelsträngige RNS getan oder nicht. Das war also jetzt das eigentliche Wundermolekül. Und dann haben sie damit eine EMC-Translation gemacht. Und wenn sie das mit einem S30 gemacht haben, der aus nicht-interferon behandelten Zellen gemacht haben, dann haben sie eine Translation bekommen und die ist gleich, ganz egal, ob hier Plus oder ob da Plus, ob da DS-RNS drin ist oder keins. Ich habe Ihnen nur eine Kurve gezeichnet, ich hatte hier nicht so viel Platz. Das sind also diese eine Kurve ist gilt für die Translation plus minus DS-RNS. Das heißt, das würde ja hier auch passen. Man hatte ja gesagt, man braucht eben einen interferoninduzierten zellulären Faktor und einen Faktor, der die frühe Virusinfektion widerspiegelt. Und wenn ich das hier also was ohne Interferon nehme, dann habe ich den zellulären Faktor nicht. Dann würde ich sagen, dann kann das nicht funktionieren.
Und wenn ich jetzt den S30 nach Interferonbehandlung nehme, aus interferonbehandelten Zellen, dann würde man sagen, dann ist dieser Faktor da. Wenn ich die DSRNS weglasse, dann habe ich natürlich wieder keine Hemmung. Das ist ja dieses System, was ich hier schon hatte. Und das sind ja uninfizierte Zellen. Und dann bekomme ich also die gleiche Translation, die gleiche Einbau von Radioaktivität in Translationsprodukt in vitro, in, gesteuert durch EMC-RNS, wie in Extrakten, die gar kein Interferon gesehen haben. Aber, und das war jetzt das Wunderbare, wenn ich zu diesem Extrakt DSRNS tue, dann hemmt diese DSRNS die Translation von EMC-RNS. Und das ist jetzt das Großartige daran. Das heißt also, man sieht, wenn ich einen Extrakt nehme aus Zellen, die mit Interferon vorbehandelt sind, ein S30, dann ist da der zelluläre Partner dieser Sache drin. Und wenn ich dann die DSRNS reinnehme, dann ist das sozusagen der virale Partner. Diese Partner zusammen, die machen mir jetzt ein Inhibitor der Eiweißsynthese, sodass, wenn ich dieses System nehme und EMC-RNS transplantiere, ich nur eine sehr schlechte Translation bekomme. Das war also jetzt 1974, ungefähr 10 Jahre nach diesen ersten Lysat-Experimenten, gut 10 Jahre, also der Herr Kerr hat also 1962 damit begonnen, also gut 10 Jahre nach dem ersten Versuch, diese Translation in Lysaten zu machen, war jetzt, also ist gelungen, 1972 eben erstmal in diesen S10-Lysaten nach Virusinfektion und 1974 dann eben in Lysaten aus nicht virusinfizierten Zellen, aber mit Zugabe von DSRNS als viralem Faktor, wenn Sie so wollen, diese Hemmung der Proteinsynthese aus der Zelle ins Reagenzglas zu verlegen. Gut, geht es also natürlich darum zu sagen, was ist das für ein zellulärer Faktor, der hier drin ist, in den interferonbehandelten Zellen. Der virale Faktor scheint DSRNS zu sein. Und wie kooperieren diese Faktoren, um dann die Hemmung der Proteinsynthese zu erzeugen? Und die weiteren Analysen nach 1974, die will ich Ihnen dann auf ein oder zwei separaten Bildern noch zeigen. Also, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier jetzt die Ausgangssituation im Jahre 1974 nochmal hingeschrieben. Es war so, man nehme ein S30 aus Interferon vorbehandelten Zellen und diese S30, da gebe man DSRNS dazu und dann bekommt man ein Translationssystem, getestet hier in der EMC-Translation, was ein Inhibitor enthält. Das war also der Stand der Dinge. Und das bedeutete also, in dem S30, da war irgendein Interferon-induzierter Faktor und dieser Faktor kooperierte mit der DSRNS und dann fand man eben einen Inhibitor in dem System. Die Frage war jetzt natürlich die, dass man gesagt hat, dieser Faktor, der Interferon induziert ist, das ist vielleicht ja ein löslicher Faktor und dann könnte man sagen, zum Beispiel ein lösliches Eiweiß, dann könnte man sagen, dann brauche ich gar nicht den S30, sondern dann ist dieses Protein schon im S100. Muss kein Protein sein, kann ein anderer löslicher Faktor sein, aber es wäre das Material im S100. Das heißt also, ich könnte versuchen, ein System zu machen, dieses System so zu modifizieren, dass ich ein S100 aus Interferon-behandelten Zellen einsetze, statt des S30. Am Anfang erscheint das vielleicht nicht so großartig, aber in Wirklichkeit ist es bisher bedeutsam, denn den S100, den kann ich wunderbar, weil das lösliches Material ist, mit Standardmethoden der Proteinfraktionierung fraktionieren und dann analysieren. Und im S30 ist das sicherlich eben schwerer. Es wäre also, wenn ich das zeigen könnte, dass das im S100 ist, wäre das praktisch ein großer Fortschritt. Das hat man also gemacht und das ist auch im Jahr 1976 dann gelungen, ein solches System zu machen. Roberts, Clemens, Kerr, alle diese arbeiten eben immer
in dem gleichen Labor in London am Institut für medizinische Forschung in Mill Hill. Und die haben also Folgendes etabliert. Sie haben sich ein S10 genommen aus Normalzellen, die normalen L-Zellen, die niemals Interferon oder Virusinfektionen gesehen hatten, und haben jetzt zu diesem S10 eben den S100 getan von Interferon behandeltem Material, den löslichen Zellsaft, den S100 von Interferon behandelten Zellen, und als Kontrolle haben sie normalen S100 aus nicht Interferon behandelten Zellen genommen. Und dann muss man natürlich jetzt dsRNS dazu nehmen als die virale Komponente bei der, für die Herstellung dieses Inhibitors. Und dann hat man ein Translationssystem. Man muss also, wenn man das translatiert, tut man EMC als Messenger-RNS dazu. Und das Interessante ist nun, dass es ihnen gelungen ist, den S10 und den S100 sogar aus dialysiertem Material herzustellen. Das heißt, sie haben einen aktiven S10 und einen aktiven S100 nach Dialyse bekommen. Sie haben jetzt den S10 sogar präinkubiert und dann dialysiert. Und diesen S100, den konnten Sie, haben Sie nicht präinkubiert, das hat ja auch für den S100 keinen besonderen Sinn, die Präinkubation dient ja der endogenen Proteinsynthese, die kann man im S100 ja gar nicht machen, und dann haben Sie den S100 aber dialysiert. Und das hat jetzt den großen Vorteil, dass in diesem System, so wie es hier ist, S10, S100, dsRNS, MessengerRNS, jetzt keine Aminosäuren sind und keine ATP und GTP, die kann man also jetzt zusetzen, so in den Mengen, Konzentrationen und in der qualitativen Zusammensetzung, wie man es haben will. Das ist also praktisch sehr wichtig. Sie haben also jetzt das dazusetzen können, Sie haben jetzt also alle Aminosäuren zugesetzt und ein energieliefertes System, das heißt ATP, GTP und die Triphosphate. Und das energieliefernde System bedeutet, dass man im Hintergrund in diesem System einen Donor hat für aktives Phosphat, das ist das Kreatinphosphat. Und von diesem Donor überträgt man immer durch Kreatinkinase, die da drin ist, das aktive Phosphat von Kreatinphosphat auf das ADP, was akkumuliert, wenn ATP gespalten wird. Es wird also in diesem System immer ATP verbraucht bei der Synthese, aber das ATP wird wieder immer nachgeliefert durch dieses Kreatinphosphat und die Kreatinkinase, sodass man also einen relativ unerschöpflichen Vorrat von ATP hat, obwohl man nur ein Millimolar ATP da rein tut. Das ist also praktisch die Methode, wie man eben in solchen Systemen die Energie zuführt. Nun, das haben sie also zusammengesetzt und haben sich gesagt, wenn das so funktioniert, wie wir das hoffen, und dass in dem Interferon S100 eben dieser Faktor ist, der für die Generierung dieses Inhibitors, dieser inhibierenden Aktivität verantwortlich ist, dann könnte man Folgendes sagen: Ich inkubiere eine solche Reaktion 60 Minuten bei 30 Grad und messe jetzt, so und so viel radioaktives Material ist synthetisiert worden, indem ich eben radioaktive Aminosäuren dazu gebe, unter der Führung von EMC als Boten-RNS. Und wenn ich in dieses System mehr und mehr von diesem S100 gebe, aus den Interferon behandelten Zellen, dann würde ich mehr und mehr Inhibitor machen und dann müsste das System in die Knie gehen und ich müsste weniger und weniger Synthese bekommen. Und wenn ich einen Kontroll-S100 nehme, dann dürfte auf jeden Fall kein hemmender Einfluss sein. Und das Ergebnis dieses Experiments habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Hier ist also jetzt die nach oben die Radioaktivität eingezeichnet, die in einer Stunde eingebaut worden ist. Und auf dieser X-Achse ist eingezeichnet, wie viel Mikroliter von dem S100 in dieser Reaktion war. 0 Mikroliter, 1 Mikroliter, 5 Mikroliter, 10 Mikroliter. Und Sie sehen, wenn man in diesem System den Kontroll-S100 einsetzt, dann reagiert das System gar nicht auf den Kontroll-S100. Der enthält keinen Hemmstoff, aber er stimuliert das System auch nicht. Und wenn ich diesen Interferon-behandelten S100 einsetze, dann reagiert das System, und je mehr ich einsetze, desto schlechter wird die Translation. Und Sie sehen, ich bekomme hier mit 5 Mikroliter von dem Material, bekomme ich vielleicht noch 30% des Produktes und ich habe also eine 70%ige Hemmung. Das ist also das wunderbare System, was Sie also im Jahr 1976 publiziert haben. Und man kann also wirklich sagen, dieser Faktor, den kann ich in dem S100 finden. Das ist natürlich technisch ein außerordentlicher Vorteil. Nun, jetzt ist es aber so, man kann sich natürlich fragen, wenn jetzt in diesem S100 ein Faktor ist, der mit der dsRNS zusammen einen Inhibitor darstellt,
dann wird man sich natürlich fragen, wie kommt es, dass wenn ich hier jetzt mehr und mehr S100 reintue, 1 Mikroliter, 2, 5, warum habe ich keine Gerade, sodass ich dann hier eben, wenn ich genügend von diesem Inhibitor reintue, auf 0 komme mit der Translation, dass ich keine MC-Produkte mehr mache, keine MC-Proteine mehr synthetisiere. Und das sieht ja im Grunde noch etwas anders aus. Und Sie haben sich also überlegt, was ist das eigentlich für eine inhibierende Aktivität? Und Sie haben sich gesagt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass hier jetzt ein Inhibitor drin ist, sondern es kann auch sein, dass dieser Inhibitor erst in einem solchen System aus mithilfe von diesem Interferon S100 und dsRNS synthetisiert wird. Das würde ja, wenn das schnell geht, würde das auch funktionieren. Und das würde mir ja sehr gut diese Kurve erklären. Das heißt eben, am Anfang würde in dem System einfach die Inhibitor sein. Am Anfang wird das System immer arbeiten und dann würde ich erst die Inhibierung machen. Und das würde erklären, warum ich so schwer oder letztlich gar nicht das System diese Translation auf Null bringen kann. Und Sie haben sich überlegt, dass man das erkennen könnte, ob eine solche Synthese stattfindet, wenn Sie eine solche Reaktion zusammensetzen und die Kinetik dieser Translation messen würden. Nicht hingehen nach 60 Minuten und sehen, was gemacht worden ist, sondern Sie würden nach einer Minute, zwei Minuten, vier Minuten, acht Minuten und so weiter eine Probe nehmen und sehen, wie akkumuliert das Translationsprodukt in diesem System. Und die Erwartung, die man für diese Akkumulation hätte, die habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Hier hat man jetzt auf der X-Achse die Zeit, die Translationszeit in einem solchen System aufgetragen. Und dieses System, was Sie genommen haben, ist ein System, in dem Sie einmal 5 Mikroliter S100 reingetan haben und in dem anderen System 5 Mikroliter aus dem Interferon S100. Das sind also nur zwei Translationssysteme. Und wenn man 5 Mikroliter S100 reintut, dann hat man keinen Hemmstoff, das ist alles wunderbar. Und man bekommt also eine Translation, eine Akkumulation von radioaktiven Translationsprodukten. Das habe ich hier mal aufgetragen. Das geht also bei 30 Minuten, da wird es etwas schlechter. Und dann hat man also hier eine bestimmte Menge Radioaktivität eingebaut. Nun, wenn man jetzt hier in diesem System einen stabilen Inhibitor hätte, wenn ich jetzt Interferon S100 dazu tue, und ich hätte einen stabilen Inhibitor, dann würde das bedeuten, dass in jedem Augenblick die Translation eben nur geringer wäre. Und man sieht ja hier bei 5 Mikroliter habe ich 30% der Translation hier am Ende bekommen, in der Gesamtreaktion. Das heißt also, ich müsste dann in jedem Augenblick eigentlich die Reaktion auf 30% runterdrücken. Das heißt, diese Kurve müsste so aussehen wie diese Kurve, nur eben jedes Mal von dem Wert nur 30%. Das würde also ganz parallel sein, das habe ich hier mal in der Mitte als Nummer 2 hier so aufgetragen. So müsste diese Kurve aussehen. Das wäre die Akkumulation, wenn ein stabiler Inhibitor drin wäre. Die andere Alternative, die Sie sich überlegt haben, ist die, dass man sagt, vielleicht ist dieser Inhibitor drin, aber er ist labil. Das würde auch eine Denkmöglichkeit sein. Dann würde Folgendes passieren. Am Anfang wäre eine Menge Inhibitor drin und ich würde eine geringe oder gar keine Synthese bekommen und der Inhibitor würde zerfallen und dann würde die Proteinsynthese, die Translation der EMC-RNS gut funktionieren und nach einer Stunde hätte ich meine 30% Material zusammen. Das wäre also eine Kurve, die zuerst sehr gering oder gleich 0 ist und dann ansteigt auf 30%. Und die dritte Kurve wäre also die Erwartung dafür, dass ich in diesem System einen Inhibitor mache. Und das bedeutet, am Anfang ist der nicht da. Am Anfang läuft die Synthese genauso wie mit dem Kontroll-S100 und dann mache ich den Inhibitor und dann lässt die Synthese nach, kommt dann ganz zum Erliegen eventuell und ich habe dann nach einer Stunde wieder meine 30%. Diese Kinetik, wenn man das also genau macht, erlaubt einem eine Idee zu bekommen, was mit diesem Inhibitor los ist. Und da hat sich herausgestellt, dass die Kurve, die man bekam, so aussah wie die Kurve 3 hier, das heißt also wie die Synthese eines Inhibitors. Am Anfang war die Synthese nicht inhibiert in dem System. Obwohl da eben INF S100 und dsRNS drin ist und die Inhibition begann erst wirksam zu werden nach einer gewissen Zeit und war dann sehr kräftig. Und in Summe hat sich dann eben diese 30% Endsynthese ergeben. Und das ist natürlich nun eine außerordentlich wichtige Entdeckung, die sagt eben nämlich, dass in diesem System aus einem Faktor, in dem
Interferon aus dem S100 aus Interferon behandelten Zellen und der dsRNS eigentlich der Inhibitor-S synthetisiert wird. Erst entsteht. Und das war natürlich nun außerordentlich wichtig und man kann sich sagen, wenn dieser Inhibitor also in diesem System offensichtlich entsteht, dann kann man sich natürlich fragen, wahrscheinlich ist ja nicht jede Komponente dieses Systems nötig, um diesen Inhibitor zu machen, denn das System ist ja zusammengesetzt, um EMC-RNS letztlich dann auch zu transportieren. Der Inhibitor braucht ja das aber gar nicht, der wird ja schon sozusagen viel früher gemacht. Man kann also sich fragen, wenn ich dieses System aus diesem System Komponenten weglasse und das Teilsystem dann vorinkubiere und hoffe, dass während dieser Vorinkubation der Inhibitor gemacht wird und ich das System dann zu einem vollständigen System zusammenstelle, indem ich dann alle Komponenten, die in der Vorinkubation noch nicht drin waren, zugebe und dann das System messe, dann kann ich vielleicht sagen, ich kann eine Vorinkubation in einem Teilsystem machen, die dazu führt, dass das System dann am Ende praktisch inaktiv ist. Weil ich eben in dieser Vorinkubation aus diesem Interferon S100 und der dsRNS die Inhibitor gemacht habe. Und das haben sie also probiert. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie diesen Interferon S100 und dsRNS zusammengegeben haben in dem Röhrchen. Und dann haben sie das einfach 15 Minuten bei 30 Grad vorinkubiert. Und dann haben sie die Reaktion vollständig gemacht, indem sie dann S10 dazu getan haben, EMC-RNS, Aminosäuren, EGS und haben das dann inkubiert und diese Reaktion war aber genau so gehemmt, als wenn sie keine Vorinkubation gemacht hätten. Das konnte man also nicht merken, dass man eine Vorinkubation gemacht hätte. Das heißt also, während dieser Vorinkubation wurde keine Inhibitor gemacht. Und sie haben dann, diese Vorinkubation hingegen mal von weiteren Komponenten gemacht. Und eine Reaktion, die man relativ früh machen wird, ist natürlich auch, dass man diesen INF-S100, dsRNS und das energieliefernde System dazu tut. Und in der Tat, wenn man das vorinkubierte, dann bekam man eine Inhibitorsynthese, denn wenn man das System dann rekonstituierte zum vollständigen System, dann war das praktisch ganz inaktiv. Das heißt also, diese drei Komponenten reichten aus und es zeigte sich aber, dass man das ganze EGS gar nicht brauchte, sondern dass man vom EGS nur ATP brauchte. Man konnte also sagen, wenn ich diesen INF-S100, dsRNS und ATP vorinkubiere, 15 Minuten, oder hier habe ich das mal geschrieben, also wenn man den INF-S100, dsRNS und ATP 20 Minuten mal 30 Grad vorinkubiert, dann hat man da eine Mordsmenge von Inhibitor drin. Dieses System kann man dann ergänzen zum vollständigen System, dann ist das inaktiv, aber man kann einen kleinen Tropfen von einem solchen System auch in ein Translationssystem einsetzen, zum Beispiel in einen solchen Test wie hier. Und dann kann man sagen, wenn ich eine kleine Mikrolitermenge von diesem Material, von diesem S100, 5 Mikroliter Original hier einsetze, dann bekomme ich also hier diese Hemmung auf diesem Punkt. Wenn ich dieses 500 Mikroliter dieses 5 Mikroliter Material aber vorinkubieren einsetze, nach einer solchen Vorinkubation mit dsRNS und ATP, dann bekomme ich hier eine Hemmung, die praktisch weit auf wenige Prozent das Ganze runterdrückt. Dann habe ich also diese 5 Mikroliter Material enorm aktiviert. Das kann man also auch in diesem Test leicht sehen. Das heißt also, der entscheidende Punkt war also jetzt der, man konnte sagen, in den Interferon behandelten Zellen gibt es ein lösliches Material, den Faktor F, der mit dsRNS, der in Gegenwart von dsRNS und ATP diesen Inhibitor synthetisiert. Und diesen Inhibitor, den kann man natürlich jetzt in jedem Translationssystem testen. Da kann ich einen S10 oder S30 nehmen, der niemals Interferon aus Zellen, die niemals Interferon oder Virusinfektion gesehen haben, denn das ist ja jetzt ein richtiger Inhibitor der Translation. Das kann man also unabhängig von den ganzen komplizierten Vorbehandlungen, die man sonst benötigt, ganz einfach testen. Das waren jetzt also die neue, wirklich grundlegend neue Situation, eben hier Robert Clemens Kerr 1976. Man hatte jetzt also drei Komponenten, diesen Faktor, die dsRNS und diesen Inhibitor. Und man musste sich jetzt also fragen, was ist der Faktor und was ist das für ein Inhibitor?
Und den Inhibitor konnte man natürlich jetzt relativ gut isolieren, denn er war ja hier in dieser Reaktion, war ja in großen Mengen vorhanden. Das ist ja keine schwierige Sache, sich ein S100 zu machen, die sRNA-ATP zu inkubieren. Das ist kein Problem, wenn man das weiß. Und da waren jetzt also große Mengen Inhibitor drin. So eine Reaktion kann man auftrennen auf Säulen und kann jede einzelne Säulenfraktion auf die Inhibitor testen in einer in vitro, ganz normalen in vitro EMC-Translation. Das war also kein Problem. Und das größere Problem würde natürlich sein, diesen Faktor zu isolieren. Und im Jahre 1976, da haben die gleiche Arbeitsgruppe, also aus dem gleichen Labor wieder, Roberts et al., eine sehr wichtige erste Reinigung dieses Inhibitors publiziert. Und die erste Idee, die man hat, wenn man dieser so etwas sieht, ist ja, dass man sagt, wenn ich ATP brauche, um diesen Inhibitor zu aktivieren, denkt man natürlich immer gleich daran, dass man sagt, das könnte eine Kinase sein. Die Kinase, dieser Faktor könnte eine Kinase sein, denn die Kinase, die braucht ja genau ATP, um das Gammaphosphat vom ATP auf ein anderes Protein zu übertragen, und dieses Protein würde dann aktiviert werden zum Beispiel. Das heißt, man könnte auch auf sich selbst übertragen, dann würde dieser Faktor sich selbst aktivieren. Also das ATP deutet immer darauf hin, würde man immer interpretieren, hier eine Proteinkinase der entscheidende Punkt ist. Und dass das nicht der Fall ist, erstaunlicherweise, wenn Sie so wollen, das folgt eben aus dieser Arbeit aus dem Jahr 1976, denn als einfache Reinigung für diesen Inhibitor hat man Folgendes machen können: Man hat eine solche Präinkubation genommen und hat die bei 90 Grad das Material, was hier entstanden ist nach der Präinkubation, die ganze Präinkubation, bei 90 Grad 5 Minuten Hitze aktiviert, dann fallen die Eiweiße aus und man musste im Grunde damit rechnen, dass die Aktivität des Inhibitors weg ist, aber sie war da. Und das war das Erstaunliche: der Inhibitor fiel nicht aus, sondern war im Überstand in den S100, den man dann bekommt, und diesen Überstand, den konnte man auf Cepharex G25 geben. Das ist eine Gelchromatographie, bei der die Moleküle getrennt werden nach Größe. Die großen Moleküle laufen schnell durch dieses Gel und die kleinen Moleküle langsam. Dann kann man die einzelnen Fraktionen testen und dann zeigte sich, dass der Inhibitor mit ungefähr 1000 Dalton chromatographierte. Das war also ein relativ kleines Molekül. Das war sehr erstaunlich, denn es zeigte eben, der Inhibitor, den man hier drin hatte, das war ein hitzestabiles, kleines Molekül, und eine Kinase oder ein Protein, das wären ja hitzelabile, große Moleküle gewesen, mit mindestens 50.000, 100.000 Teilen. Also man hatte etwas Überraschendes und Neues gefunden, man hatte also einen solchen hitzestabilen, kleinmolekularen Inhibitor. Nun, die Situation ist also ganz einfach: Man würde jetzt weiter diesen Inhibitor synthetisieren und aus dieser Cepharex-Säule weiter reinigen, und bis man letztlich dann sauberen Inhibitor hatte, den man dann mit den Methoden der Biochemie und der Biophysik, dessen Struktur man aufklären konnte. Problematischer würde das vielleicht sein, eben diesen Faktor F zu bekommen, aber natürlich könnte man dann den Faktor F ganz analog, natürlich mit Standardmethoden aus einem solchen S100 rausreinigen. Also eigentlich war das Ganze in ziemlich guten Bahnen. Und wie man jetzt was sich dabei herausgestellt hat, was der Inhibitor wirklich ist und was der Faktor ist, das will ich Ihnen, diese Ergebnisse, die will ich Ihnen im letzten Teil des Vortrages vorstellen. Gut, Sie sehen ja, dass ich diesen Vortrag in drei Teilen halte, durch die drei Bilder. Und ich habe den letzten Teil, den dritten Teil des Vortrages schon fertig, und ich habe mir den angesehen und habe gesehen, dass ich in dem letzten Teil einen Versprecher habe, der verwirrend ist, und auf den will ich jetzt schon hinweisen. Ich beschreibe in dem letzten Teil die Synthese des Inhibitors, dieses Inhibitors an einer Säule. Und ich sage, diese Synthese findet statt, wenn an der Säule dieser Faktor gebunden ist, dieser Faktor, und wenn auf der Säule zusätzlich ATP vorhanden ist. Das sage ich immer und das ist auch genau richtig. Aber an einer Stelle, da sage ich, diese Synthese findet statt,
mit dem Faktor und Poly A. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber irgendwie ist mir das Poly A da reingerutscht und das ist verwirrend. Und das ist ein reiner Sprachfehler und es wird sonst auch immer von ATP, es wird nie von Poly A gesprochen. Es ist also, wenn man das einmal weiß, sozusagen selbstverständlich, dass das Unsinn ist. Aber ich will jetzt hier an dieser Stelle darauf hinweisen, damit Sie, wenn Sie das hören, eben nicht verwirrt sind. Und damit Sie das leichter haben, dann auch den letzten Teil ohne Verwirrung eben zu verstehen. Wir wissen also im Jahre 1976, dass es in dem Interferon S100 einen Faktor gibt, der mit doppelsträngiger RNS zusammen zur Synthese eines niedermolekularen histostabilen Inhibitors der Proteinsynthese führt. Und die Frage ist, was ist das für ein Faktor und was ist das für ein Inhibitor? Nun, den Inhibitor könnte man jetzt ja einigen, so wie ich es Ihnen vorhin dargestellt habe, nach der Chromatographie auf Cervadex G25 hatte man ja schon eine Teilreinigung, das hätte man weitermachen können. Parallel hat man aber natürlich auch sich nach dem Faktor gefragt und bei der Suche nach dem Faktor, da hat sich ein wunderbarer Weg aufgetan, um die Struktur des Inhibitors aufzuklären. Das konnte man natürlich nicht ahnen, aber deswegen will ich Ihnen den Weg jetzt weiter darstellen, so wie er dann wirklich auch gegangen worden ist, der eben aus der Suche nach dem Faktor kommt. Den Faktor kann man natürlich auch angenehm suchen, indem man sagt, der Faktor macht ja eine Wechselwirkung mit doppelsträngiger RNS, die kann ich auf einer Säule immobilisieren, dann kann ich meinen INF S100 darüber geben. Der Faktor wird an die doppelsträngige RNS binden. Ich kann das nicht bindende Material auswaschen und dann meinen Faktor eluieren und kann den dann studieren. Und das hat man gemacht. Man hat also diesen S100 auf Poly-IC-Sepharose gegeben. Das ist ein Analogon zu Poly-GC-Sepharose. Und das macht man aus technischen Gründen, dass man statt GC-IC nimmt, statt als doppelsträngige RNS. Und dann bindet also wirklich dieser, kann man hoffen, dass dieser Faktor an diese Sepharose gebunden ist. Und dann kann man den eluieren und versuchen im SDS-Gel mit empfindlichen Färbungen teilweise zu charakterisieren und so weiter. Nun, bei diesen Experimenten haben die Leute auch, das ist Hovhannessian, Braun und Kerr 1977, diese Säule mit Puffergespül der ATP enthielt. Warum sie das genau gemacht haben, das schreiben sie nicht. Man kann natürlich eventuell vermuten, dass man gesagt hat, wenn ich diese Reaktion, wenn ich auf der Säule diesen Komplex aus dem Faktor der doppelsträngigen RNS habe und ich gebe ATP, dann gab es ja eine Reaktion, das wusste man ja. Das war ja die Synthese des Inhibitors. Allerdings im S100. Und man hat sich also überlegt, man spülte das mit ATP, man gab ATP dazu und hat das Eluat analysiert und auf der einen Seite konnte man sich natürlich fragen, ob in dem Eluat vielleicht das Protein ist, das dieser Faktor, den ich suchte, das wäre möglich, oder dass man sogar gesagt hätte, vielleicht bekomme ich einen Inhibitor. Das war allerdings natürlich eine sehr gewagte Hoffnung, denn man würde ja sagen, man würde erwarten, dass der Faktor und DS-RNS und Poly-A dann dazu führt, dass in dem S100 irgendwie aus den Materialien des S100 ein Inhibitor gemacht würde, aus aktivierter Essigsäure und irgendeine Aminosäure, ein niedermolekulares Molekül zusammengesetzt würde, was dann der Inhibitor wäre. Und wie auch immer, das schreiben Sie nicht, Sie analysieren, haben also diesen Puffer mit ATP darüber getan und haben das Eluat analysiert und haben in dem Eluat sicherlich zu Ihrer großen Verwunderung und zu Ihrem großen Glück den Inhibitor gefunden. Das bedeutete jetzt also, dass man sagen konnte, der Faktor und die doppelsträngige RNS sind imstande, aus ATP den Inhibitor zu synthetisieren. Denn was anderes war ja auf dieser Säule im Idealfall, wenn die Säule wirklich sauber war, nicht mehr vorhanden. Man kann sagen, da bindet vielleicht noch das eine oder andere Eiweiß auf und das ist etwas komplizierter, gut. Aber im Idealfall würde man sagen, so sieht es beinahe aus. Und das war auch wirklich so, denn wenn man das ATP, was man darüber radioaktiv machte, dann kam der
Wir kamen radioaktives Produkt raus und das war radioaktiv markierter Inhibitor. Das heißt also, dieses ATP wurde wirklich in den Inhibitor aufgenommen und es zeigte sich in wirklich am Ende auch, dass man also sagen konnte, dass der Inhibitor ist nichts weiter als ein Oligonukleotid, was man aus ATP macht. Und dadurch, dass man also von dieser Säule jetzt, indem man radioaktives ATP darüber wusch, radioaktiven Inhibitor bekam, da konnte man natürlich jetzt die Struktur des Inhibitors wunderbar aufklären. Und man hat erstmal gemacht, ist gesagt, das verwandeln wir das Material genauso, als wenn wir ein Oligonukleotid hätten. Und das heißt, wir spalten das mit Alkali oder wir behandeln das mit Phosphatasen und Nuklearasen und markieren das mit Alpha-P32-ATP und mit Gamma-P32-ATP und sehen uns alle Spaltprodukte an. Und das haben die gemacht und schon ein Jahr später, im Jahr 1978, haben sie die Struktur dieses radioaktiven Inhibitors, der aus dieser Säule kam, aufklären können und haben gesehen, dass das PPP-AAA ist, wobei allerdings die Verbindung zwischen die Phosphate, zwischen diese beiden Phosphate, die hier drin sitzen, nicht 3-5-Bindungen sind, wie das normal ist, sondern, und das ist das Besondere, 2-5-Bindung, ich habe das Ihnen hier mal schematisch aufgezeichnet, das ist also dieses Oligonukleotid, das ist die Base, Ribose, Base, Ribose, Base, Ribose, und das ist also dann jedes Mal das A, und hier haben Sie dieses C1, C2, C3, C4, C5, und die Bindung, das wäre also das Triphosphat, und die Bindung haben Sie also C1, 2, 3, 4, 5 von C5 zu C2, von C5 zu C2 und nicht von 5 zu 3, wie man das normalerweise annehmen würde. Das ist das Besondere. Wenn das nicht wäre, dann wäre das nichts weiter als ein Oligonukleotid von 3 Basenlänge am 5-Ende mit dem Triphosphat. Aber das Besondere ist eben, dass diese Brücke hier vom C5 zum C2 verläuft. Das ist also das wunderbare Ergebnis, ein Jahr nachdem sie also diesen radioaktiven Inhibitor isolieren konnten. Man konnte also sagen, auf der Säule ist immobilisiert eine Oligo-A-Synthetase, eine 2-5-Oligo-A-Synthetase. Und diese Synthetase, die wird eben durch das Interferon induziert. Und wenn das Virus reinkommt und die dsRNS macht, dann wird diese Synthetase aktiviert und dann macht sie aus ATP dieses Oligonukleotid. Und dieses Oligonukleotid, das ist jetzt ein Inhibitor der Proteinsynthese. Wenn ich das in irgendein Standard S10 oder S30 Lysat tue, das hat gar nichts mehr zu tun mit Interferon, mit Virusinfektion. Wenn ich das da rein tue, dann bekomme ich eine Hemmung der Proteinsynthese. Und das kann man analysieren natürlich und kann sich fragen, was passiert. Und dabei stellt sich heraus, in diesem System, da wird die Boden-RNS abgebaut. Wenn man radioaktive Boden-RNS ansieht, auf Zuckergradienten, dann wird die degradiert. Und da drin steckt also die Aktivierung einer RNase und diese RNase kann man auch reinigen. Und das ist die RNase L. Und das ist also das Ende der Geschichte sozusagen, dass in den Zellen diese RNase-L vorhanden ist, die im Übrigen auch durch Interferon noch wesentlich stärker exprimiert wird, aber sie ist immer in einer Basismenge da und sie kann man also dann aktivieren durch die Bindung von diesem 2-5-Oligo-A und dann bekommt man eine Degradation der RNS, auch der Messenger-RNS und dadurch eine Hemmung der Proteinsynthese. Das ist also das Ende von dieser Geschichte. Nun, ich will es Ihnen hier im Detail eben nur bis 1978, bis zu dieser Aufklärung dieser Struktur darstellen. Nun, die Interferonengeschichte ist aber wesentlich komplizierter, ist aber wesentlich vielfältiger. Das ist die erste und vielleicht am schönsten aufgeklärte Geschichte, die parallel dazu und gleichwertig muss man schon sagen, ist die Aufklärung einer Proteinkinase-Hemmung. Auch der Proteinsynthese, aber im Wesentlichen hat sich gezeigt, dass das Interferon eben hunderte von Genen induziert. In den Interferon behandelten Zellen, mehr als 300 sind heute bekannt. Und ich will Ihnen aber diese Kinase-Aktivierung oder diese Kinase-Induktion und Aktivierung, die Entdeckung will ich Ihnen auch noch mit ganz wenigen Worten beschreiben. Und das ist also Folgendes, das habe ich hier mal aufgeschrieben, diese Techniken, die man hier entwickelt hatte, die haben nachher natürlich in den 70er Jahren auch sehr schnell und schön zu der Aufklärung dieser Kinase-Geschichte geführt. Nun, man kann sagen,
wenn man L-Zellen nimmt und man behandelt die plus minus Interferon und macht sich daraus den S100, so wie man es hier auch gemacht hatte, dann kann man also sagen, dann kann man jetzt nach Kinasen gucken, plus minus DSRNS. Das ist also jetzt der große Vorteil dieser Analyse, die hier früher gemacht worden sind. Und jetzt kann man sagen, dann inkubiere ich einen solchen Extrakt, diese Extrakte, plus minus DSRNS, und sehe nach, ob da eine Kinase drin ist. Also ob vom Gamma-P32-ATP Phosphat auf Proteine in dem Glysat übertragen wird, 30 Minuten, 30 Grad, und dann setze ich diese ganzen Proteine bei SDS, gehe und autoradiografiere das und bekomme also vier Reaktionen. Wenn ich ein S100 ohne Interferonbehandlung nehme und ohne DSRNS, bekomme ich ein Muster von Proteinen, die in diesem Extrakt phosphoryliert worden sind. Das ist eine endogene Reaktion. Die Kinasen, die da drin sind, die finden in dem Extrakt auch ihre Substrate und machen eben diese Übertragung, und dann sehe ich radioaktiv markierte Proteine. Das ist ein Bandenmuster. Das ist kein genereller Schmier, sondern das sind schon individualisierte Banden, vielleicht 20 Banden ungefähr, die da phosphoryliert werden. Wenn ich da DSRNS rein tue in die Reaktion, sehe ich genau das Gleiche. Diese Reaktionen sind nicht DSRNS-empfindlich. Wenn ich aber jetzt einen Extrakt nehme, ein S100 aus interferonbehandelten Zellen, dann bekomme ich ohne DSRNS ein Muster. Das sieht schon etwas anders aus als dieses Muster hier. Das heißt, also hier sieht man schon, dass die Interferonbehandlung die Kinasen und die Substrate, oder vielleicht die Kinasen und die Substrate, auf jeden Fall hat es also schon eine Veränderung gebracht in dem Muster. Und das Interessante ist aber jetzt, dass wenn ich diese Reaktion in Gegenwart von DSRNS mache, dass dann eine wesentlich andere Reaktion auftritt, dass ich jetzt ganz neue Proteine radioaktiv sehe, die eben ohne DSRNS nicht radioaktiv waren. Das bedeutet also, ich habe eine DSRNS-abhängige Kinase, mindestens eine, vielleicht auch mehrere gefunden in dem System, und die kann ich natürlich jetzt versuchen zu reinigen. Und die Reinigung, für die Reinigung ist jetzt, auf der einen Seite kann man natürlich jetzt sagen, gut, das kann ich jetzt biochemisch einfach durch Säulenchromatographie und so weiter reinigen, das ist das eine. Da könnte man also sagen, gut, ich mache jetzt einen Test, aber der wesentliche Teil für den Test ist, ich brauche ein gutes Substrat für diese Kinase, die ich suche. Hier ist also eine DSRNS-abhängige Kinase drin. Aber was nehme ich als Substrat? Ich habe also hier dieses Protein zum Beispiel, was ja ein Substrat wäre, aber das kann ich ja nicht reinigen. Ich habe das ja nicht als sauberes Protein. Und da macht man also Folgendes, man versucht jetzt ein exogenes Substrat zu finden, was von dieser Kinase erkannt wird und von den anderen Kinasen nicht erkannt wird. Und das ist natürlich jetzt in gewisser Weise ein Verwarnungsspiel, das ist klar, aber man versucht das folgendermaßen, indem man sagt, ich nehme diese vier Reaktionen, die ich hier analysiert habe, und inkubiere die erstmal mit ATP kalt. Sodass ich mache genau die Kinase-Reaktion, ich tue kein radioaktives ATP, sondern ein kaltes ATP. Und dann bekomme ich die gleichen Reaktionen wie hier, die gleichen Produkte, ich würde das analysieren, könnte aber natürlich nicht sehen, das ist ja nicht radioaktiv. Aber ich setze die auch gar nicht über den Gel, sondern nachdem ich diese Inkubation gemacht habe, da tue ich jetzt in alle diese vier Reaktionen mein Testsubstrat und tue dann Gamma-P32-ATP rein und inkubiere das in einer Folgereaktion und hoffe jetzt, dass ich irgendwann, wenn ich viele Testsubstrate probiere, da gibt es klassische Testsubstrate, eines dieser Testsubstrate die Eigenschaft hat, dass es hier und hier, dass es in diesem Extrakt nicht phosphoryliert wird und in diesem Extrakt, in diesem ohne DSRNS auch nicht und mit DSRNS aber dann phosphoryliert wird. Das heißt also, dass das ein Substrat ist, ein Substrat, was eben doch von dieser DSRNS-abhängigen Kinase erkannt wird. Und gleichzeitig eben von den Kinasen, die anderen Kinasen, die vorhanden sind, nicht erkannt wird. Das ist natürlich wirklich ein Bankspiel, da kann man viele Substrate testen. Und es ist wirklich gelungen, ein solches Substrat zu finden, und das war Histon. Und wenn man also Histon anbot unter geeigneten Bedingungen, dann fand man das, dann sah man eben, dass in dieser Folgereaktion das Histon nur phosphoryliert wurde
von dieser DS-RNS-abhängigen Kinase. Und das heißt also, man wusste in diesem S100 aus den interferonbehandelten Zellen gibt es diese Kinase, und als Substrat für diese Kinase kann ich Histon verwenden. Und damit war man natürlich im Grunde, konnte man das System in den Griff kriegen. Die Reinigung ist dann natürlich relativ einfach, wenn man so eine Poly-IC-Saccharose-Säule nimmt. Dann würde man sagen, diese Kinase wird ja auch durch DS-RNS aktiviert, also wird sich auch an diese Pärchen binden, und in der Tat so ist das, wenn man diesen Extrakt da drüber gab, dann band nicht nur dieser Faktor F an die Säule, sondern gleichzeitig band an diese Pärchen auch diese Kinase K. Und wenn man diese Pärchen also dann nahm und in einem Kinase-Assay einsetzte, indem man radioaktives ATP, Gamma-P32 ATP und Histon da reingab, dann konnte man sehen, jawohl, da ist eine Kinase drin, die kann in Abwesenheit von DS-RNS keine Histon-Phosphorylierung machen, und in Anwesenheit von DS-RNS werden die Histone phosphoryliert. So hatte man das also dann ganz schnell mit dieser Technologie im Grunde, dieser Technik in der Hand. Und so konnte man also mit diesem Wissen, dass die DS-RNS so eine große Rolle spielt, diese Kinase auch sehr schön reinigen. Und diese Kinase, das ist die PKR. Die hat man also die Kinase PKR. Nun, Sie sehen also, dass diese Techniken, die man hier entwickelt hat, dann natürlich insgesamt eine große Rolle spielen bei der Aufklärung dieser Mechanismen der interferoninduzierten Proteine und der Hemmung der Virusvermehrung oder der Induktion des Virus, des antiviralen Zustandes durch Interferon. Und ich habe Ihnen also jetzt das zusammenfassend hier mal nochmal am Ende aufgeschrieben. Man kann also sagen, die Typ 1 Interferone, die binden an die Oberfläche, und die Zelle macht also eine Signalkette, und dann werden aufgrund dieser Kette eben eine ganze Menge von zellulären Proteinen exprimiert. Mehrere hundert, über 300 sind heute bekannt. Und die bestuntersuchten sind diese beiden hier. Das eine ist also die Tatsache, dass eine Oligo-A-Synthetase induziert wird. Und die ist in sich inaktiv. Wenn die Virusinfektion kommt, dann gibt es DS-RNS. Das Enzym wird aktiviert, es wird dieser Inhibitor gemacht. Der Inhibitor bindet an die RNase-L. Die RNase-L wird auch durch Interferon induziert. Und es gibt einen Messenger-Abbau und eine Hemmung der Proteinsynthese. Der Abbau bezieht sich auf alle einstrengigen Nukleinsäuren. Insbesondere ist aber der Messenger besonders empfindlich, weil er so wenig Sekundärstruktur hat. Und insgesamt sieht man aber natürlich, das ist auch wichtig, dass hier kein Unterschied ist zwischen viralem und zellulärem Messenger. Und der andere Weg ist eben der, dass man dieses PKR-Enzym induziert, das bindet auch an DS-RNS, deswegen bindet es eben so schön an diese Poly-IC-Saccharose-Säule. Diese Bindung führt dazu, dass mehrere PKR-Moleküle an die DS-RNS gebunden werden und sich gegenseitig dann wahrscheinlich phosphorylieren, im Serin und Threonin. Dadurch wird das Enzym aktiv, und das in vivo-Substrat für dieses Enzym, das hat jetzt nichts mit dem Histon zu tun, sondern das ist ziemlich spezifisch, und zwar die Phosphorylierung von einem Protein, was der eukaryotische Initiationsfaktor 2, die Alpha-Untereinheit, darstellt. Das ist ein Initiationsfaktor der Proteinsynthese, ein Komplex aus Alpha, Beta, Gamma, glaube ich, und also die Alpha-Untereinheit wird phosphoryliert, und dann ist dieser Initiationsfaktor inaktiv, und die Initiation der Proteinsynthese wird gehemmt, auch, wie gesagt, unabhängig davon, ob man zelluläre oder virale Proteinsynthese hat. Das ist also jetzt sind also diese beiden Systeme, die man hier entdeckt hat. Und Sie sehen, hier hat man also eine wunderbare Biochemie, und die Entdeckung hat ungefähr knapp 15 Jahre Biochemie stecken in diesem einfachen Schema. Man hat hier angefangen 1963 mit den ersten In-vitro-Translationen, die eben so erfolglos waren, und hat also dann hier 78, das wären also schon mehr als,
als 15 Jahre gearbeitet, um zu diesem Inhibitor zu kommen. Und Sie sehen, also das Schema ist einfach, aber man muss 15 Jahre sehr schwer arbeiten, um zu diesem einfachen Schema zu kommen. Und die wunderbare Biochemie, die wollte ich Ihnen eben darstellen. Sie sehen, dass hier also jetzt die Hemmung der Virusvermehrung in diesem System keine spezifische Hemmung oder sich nicht spezifisch gegen Viruskomponenten richtet. Virale und zelluläre Messenger oder virale und zelluläre Initiation werden gleichartig betroffen. Und das ist aber gar nicht schlimm in Gänsefüßchen, wenn man so sagen will, für die Zelle, denn selbst wenn die Zelle dabei zugrunde gehen würde, würde das ja bedeuten, dass im Rahmen der Virusausbreitung nach kurzer Zeit, nach dem anfänglichen Interferon-Schub, der sich in der Nachbarschaft bildet, die Zellen, die dann infiziert werden, schnell sterben und keinen Viren produzieren, aber der nächste Schub der Virusvermehrung, der würde dann ausbleiben. Nehmen wir mal an, in der Leberzelle würden die ersten Leberzellen würden sterben und Virus produzieren. Und Interferon würde die Nachbarzellen sensibilisieren und die würden auch sterben, aber die würden schon kein Virus mehr produzieren. Und das würde natürlich dazu führen, dass die Ausbreitung gestoppt wird und die abgestorbenen Leberzellen, die könnten dann durch die überlebenden Leberzellen eben regenerieren. Das würde also schon sehr nützlich sein. Aber es ist sogar so, dass die infizierten Zellen, die mit Interferon vorbehandelt worden sind, durchaus die Virusinfektion überleben können. Denn es ist ja so, das nehmen wir mal an, wir würden jetzt also in der Leberzelle Hepatitis C-Virus haben, ein Virus mit einer einsträngigen infektiösen RNS. Und dieses Virus würde in diese interferonbehandelte Leberzelle kommen und diese Wege hier würden jetzt aktiviert und man würde die Initiation der Translation hemmen und die Boten-RNS würden abgebaut werden. Was würde passieren? Die virale RNS würde abgebaut werden und nach 4-5 Stunden würden so viele Brüche in der viralen RNS sein, dass man keine biologisch aktive virale RNS mehr hätte. Die muss ja intakt sein, damit sie biologisch aktiv sind. Und man hätte auch die zellulären Boden-RNS weitgehend vernichtet. Und jetzt klingt aber dieser Interferon-Effekt ab. Warum auch immer, das sei dahingestellt, aber er klingt, das kann man ja leicht sehen in der Gewebekultur, er klingt eben ab. Und jetzt bedeutet das, dass die Zelle ja ihren neuen Messenger machen kann, denn sie besitzt ja im Kern die Gene und da kann man neue Boten-RNS machen und neue ribosomale RNS und neue Transfer-RNS. Und die Zelle kann also aus dieser Krise, diese Krise überleben und kann sich erholen, aber das Virus, das RNS-Virus, hat keine Reserven und ist tot. Das heißt also, in diesem System kann die Zelle das durchaus überleben. Das hängt also vom Virussystem ab. Es gibt Virussysteme, in denen die Zelle das überlebt und es gibt Virussysteme, in denen die Zelle aber stirbt. Beide Systeme sind aber für den Organismus durchaus nützlich. Das ist die eine Bemerkung, die ich machen wollte. Die zweite Bemerkung ist die, ich habe gesagt, hier gibt es mehr als 300 Proteine, die induziert werden und nicht alle und viele dieser Proteine, sagen wir mal so, die sind auch beteiligt an der Induktion eines antiviralen Zustandes. Zwei haben wir hier jetzt festgestellt. Aber diese antiviralen Zustände wirken keineswegs alle an der Proteinsynthese, sondern es gibt auch antivirale Zustände, die bei der Zerlegung des einkommenden Cores der Viren wirken. Ich hatte ja bei den Vakzinen ja gesagt, der innere Teil des Vakzinen ja kommt ins Zytoplasma und dann ist die DNS zuerst mal in einem Zustand, wo sie sogar gegen Actomycin resistent ist. Und dieser resistente Zustand, der wird mit der Zeit zerstört. Und diese ganzen Umwandlungsprozesse, das sind ja zelluläre Funktionen zum großen Teil und die kann man auch hemmen. Das sind die anderen Proteine, die antiviral sind, indem sie diese Prozesse hemmen. Oder man kann die Zusammensetzung der Viruskomponenten oder die Ausschleusung fertiger Viren hemmen. Alles das wird auch gemacht in verschiedenen Systemen. Diese Sache ist also nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber wie gesagt, die Biochemie ist eben so wunderschön charakterisiert. Deswegen habe ich Ihnen das vorgestellt. Man darf aber nicht glauben, dass dieser antivirale Zustand immer nur auf der Ebene dieser Translation funktionieren würde.
Und wenn man sich jetzt diese Sache im Rahmen der Virologie ansieht, dann sollte man noch erwähnen, die Viren, die jetzt in die Zellen infizieren, die haben im Laufe ihrer Evolution jetzt Gegenstrategien entwickelt gegen diese zellulären Abwehrmechanismen. Man kann ja sagen, eine einfache Gegenstrategie, und die wird auch von vielen Viren verwendet, ist, dass sich ein Virus in dem Genom für ein Protein kodieren würde, was an diese PKR binden würde, die hier induziert ist jetzt in der Zelle, weil die Zelle durch das Interferon gleichsam vorgewarnt ist, und die bindet aber an diese PKR, und dann kann dieser Komplex nicht mehr durch dsRNS aktiviert werden, und dann fällt dieser ganze Weg aus. Und viele Viren produzieren also jetzt solche Proteine, die keine andere Funktion haben, als an die PKR in der Zelle zu binden und dadurch diese Aktivierung zu unterdrücken. Das kann man natürlich jetzt für alle anderen Systeme auch machen. Also man kann, die Viren können im Prinzip eben alle diese zellulären Systeme der Induktion oder der Produktion eines antiviralen Zustandes konterkarieren. Und das wird auch in großem Stil gemacht. Und es gibt kaum Viren, die nicht irgendeinen Mechanismus hätten, um zumindest den einen oder anderen dieser zellulären Abwehrmechanismen ihrerseits eben wieder lahmzulegen. Das finden Sie also bei der Beschreibung der einzelnen Virusvermehrungszyklen werden diese Proteine dann auch beschrieben. Gut, damit will ich diese Darstellung der Biochemie des antiviralen Zustandes, der durch diese Typ-1-Interferone hervorgerufen wird, beenden. Und ich will eben nochmal sagen, dass ich das Ganze nur so ausführlich dargestellt habe, weil es als Beispiel dargestellt werden sollte, dafür, wie man 15 Jahre einer vorzüglichen und wirklich bewunderungswürdigen Biochemie braucht, um ein so einfaches Schema, was sich nachher hier so einfach darstellt, aufzuklären. Und das ist eben das, was man lernen muss, dass hinter einem solchen einfachen Schema eine so enorme und so wunderbare biochemische Arbeit steht.